die Verleugnung des Petrus. Lukas 22, 54 bis 62. Sie ergriffen Jesus aber und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des hohen Priesters. Petrus aber folgte von ferne. Da zündeten sie ein Feuer an, mitten im Hof, und setzten sich zusammen. Und Petrus setzte sich mitten unter sie. Da sah ihn eine Magd im Licht sitzen und sah ihm genau an und sprach: Dieser war auch mit ihm. Er aber leugnete und sprach: Frau, ich kenne dich nicht. Nach einer kleinen Weile sah ihn ein anderer und sprach: Du bist auch einer von denen. Petrus aber sprach: Mensch, ich bin's nicht. Und nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach: Wahrhaftig, dieser war auch mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Petrus aber sprach: Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich und sah Petrus, und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte: Ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Liebe Gemeinde, und plötzlich wollte Petrus mit der ganzen Sache nichts mehr zu tun haben. Ja, er war mutig. Mutig für Jesus. Da braucht man auch Nerven, wenn man sich in die Höhle des Löwen wagt. Petrus ist für Jesus zu einem großen Risiko bereit. Deshalb folgt er von ferne und beobachtet, wie Jesus zum Haus des hohen Priesters gebracht wird. Und Petrus hat den Mumm, sich zu denen zu setzen, die im Hof ein Feuer angezündet haben, um sich in der Kühle der Nacht zu wärmen. Er wollte zuhören und da sein, um Jesus beizustehen. Noch immer hatte er die Menschen vor Augen, die Jesus so begeistert in Jerusalem empfangen hatten. Die Geheilten, die Befreiten, die, die Jesus so gern zuhörten. Die Massen waren doch auf Jesus Seite, bestimmt. Aber dann verstand er, da wo er hingegangen war, gab es für die Hoffnungen, die er hatte, keinen Platz mehr. Es ging nicht um eines der üblichen Streitgespräche. Das Todesurteil war schon längst gefällt. Es ging hier nur noch darum, es so schnell wie möglich umzusetzen. Und Petrus muss spüren, den Mächten, die hier am Werk sind, kann er gewiss nicht Einhalt gebieten. Die Welt, in der Petrus plötzlich ernüchtert aufwacht, kümmert sich nicht um seinen Eifer und seine Bewunderung und sein Streben für Jesus. Was Jesus wirklich getan und gesagt hat, spielt hier keine Rolle. Für die Leute in diesem Hof und in Jerusalem war Jesus nur ein Provinzprediger aus Galiläa, einer von vielen. Man hatte von ihm so manches gehört, ja, aber jetzt schien sein Stern zu sinken. Es geht nur noch um das, was mit ihm geschehen wird. Und dass Jesus sich in dieser Stunde nicht zur Wehr setzt, verstand man als Schwäche. Und diese Schwäche begann Petrus mit sich in die Tiefe zu ziehen. Es wird ihm unangenehm, als sie ihn ansprechen. Du warst auch dabei, du gehörst auch dazu, du warst auch mit ihm unterwegs, du kommst doch auch aus Galiläa. Und plötzlich wollte Petrus mit der ganzen Sache von Jesus nichts zu tun gehabt haben. Es war ihm ganz klar, er würde Jesus nicht retten können. Im Gegenteil, wie es stand, würde Jesus ihn in Spott und Verachtung bringen, ins Verderben, vielleicht sogar in den Tod. Plötzlich war es so leicht, ja gar nicht anders möglich, als sich von Jesus loszusagen. Alle Treueschwüre, die er gegeben hatte, zerbrachen wie von selbst. Aber da sieht Jesus ihn an und der Hahn kräht und Petrus wacht auf. Er erinnert sich an Jesus, seinen Freund. Er weint um diese Freundschaft. Seine Tränen sind ein großes Zeichen, ein Zeichen der Reue, der Sehnsucht nach dem Heil, das Jesus schenkt. Petrus hat die Probe nicht bestanden, die Probe, die er sich selbst gestellt hatte. Er hat sich zu viel zugemutet und Jesus aus den Augen verloren. Aber Jesus hat ihn nicht verloren. Ich habe für deinen Glauben gebetet, dass er nicht aufhöre. Das sagt Jesus zu Petrus.
auch wenn dieser Glaube nur noch aus Tränen der Enttäuschung besteht, zeigt er das, was wir alle brauchen. Wir brauchen einen, der treu zu uns steht, auch wenn wir untreu sind. Und dieser eine ist Jesus. Und seine Treue ist das Stärkste, das es gibt. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Obwohl ich schwierig bin, hältst du mir die Treue, gehst mit mir durch dick und dünn. Du bist treu, Herr, an jedem neuen Tag. Du bist treu, Herr, auch wenn ich versag, bist du treu, Herr, unerschütterlich. Du schämst dich nicht für mich, du weißt, ich bin untreu und dennoch gehst du nicht. Du stehst zu unserer Freundschaft, obwohl ich schwierig bin. Hältst du mir die Treue, gehst mit mir durch dick und dünn. Du bist treu, Herr, an jedem neuen Tag. Du bist treu. Deine Treue mich, du bleibst mir treu.